Was passiert rechtlich, wenn jemand auf eine Anpreisung reagiert? Ist natürlich die Frage, wie reagiert er? Wenn er einfach eine Frage stellt, dann ist es eine Frage und bleibt eine Frage. Aber wenn jemand sagt, ich würde das gerne kaufen, dann ist diese Reaktion auf die Anpreisung ist ein Angebot. Ja, ein schönes Beispiel ist hier ein Exposé einer Immobilie. Das ist die Anpreisung der Immobilie. Und wenn jemand nun sagt, ich würde das gerne kaufen, sagen wir, die Immobilie ist angepreist für 750.000. Und wenn jemand sagt, ich würde das gerne kaufen, aber für 720.000, dann macht er ein Angebot und dieses Angebot kann nun der Anpreisende annehmen. Oder auch nicht. Ja, so ist die rechtliche Beziehung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.